So, willkommen zurück zu Minecraft. Hier in einer neuen Aufnahmerunde. Wir hatten das letzte Mal angefangen, hier im Keller diese unendliche Lavaquelle zu bauen. Da müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr dran setzen hier an Kesseln und an Quellen, weil das brauche ich ja auch eine Weile, bis das dann hier mal voll wird. Vielleicht setzen wir da noch mal ein, zwei daneben. Machen wir aber nicht jetzt. Ich denke mal, wir werden mal ein bisschen Eisen noch mal einschmelzen. Und ich hatte mir auch vorgenommen, hier Inventar ist ganz schön voll. Mal eben kurz mal ausmisten. Dass wir jetzt, wo der Schnee weggeschmolzen ist, auch draußen mal wieder ein bisschen was machen werden. Das ist auch im Winter, da kann man ja ganz gut im Nether dann an dem Tunnel dann ja auch weiterbauen. Oder ist ein Händler oben? Ja, ich komme gleich mal im Gucken. Und hier Clay haben wir hier noch. Ja. So, hier die Flints mal eben weg. So, dann werde ich mal eben hier mal so einen halben Stack nochmal Eisen nochmal reinpacken. So. Nee, das war aber mal draußen mal ein bisschen hier weitermachen. Hier bei unserem Hof. Und na, hast du deine Lamas verloren? Was hat er im Angebot? Die Vines, die haben wir schon, ne? Genau, hier hatten wir ja die Bienenstöcke, hatten wir ja hier schon platziert. Also mal eben hier mal ein paar Blumen mit. Haben wir gar nicht mehr so viele, ne? Zwei von denen. Oder wir nehmen uns auch hier so ein Lasso mal eben mit. Ich wollte hier gucken, hier Rucksack. Weiß ich, wo habe ich den Rucksack denn hingepackt? Habe ich das hier alles in dem Ender? Den großen Rucksack, wo habe ich den denn gelassen? Bin ich jetzt ja mal ein bisschen überfragt. Hier. Large Backpack. Genau, wir haben noch ein Lasso dabei. Auch hier haben wir ja schon einigermaßen aufgeräumt. Das heißt, wir haben ein bisschen Holz dabei, wir haben ein bisschen Eisen dabei. Ein Ei machen wir dabei. Die Potions. Haben wir was zu essen? Wir haben noch hier die Apple Juice. Das könnten wir eigentlich... Hier, wir müssten die Hacke noch mal eben reparieren, ne? Haben wir noch so ein Repair-Kit? Nein, haben wir nicht. Komm, wir lassen die Hacke jetzt auch mal hier. Wir haben ja die Bronze, haben wir. Wir haben den Excavator, wir haben die Axt. Wir haben noch Repair-Kits, müssten wir noch da haben. Copper, Rose Gold... Nee, haben wir gerade nicht. Aber wir kommen da jetzt auch erstmal eine Weile mit hin. Wir werden jetzt ja auch nicht hier die großen Dinge hier abtragen. Sondern erstmal eben mal hier mal eben überlegen, was wir hier so machen. Ich wollte... Die Bienen wollte ich hierher holen, ne? So, dass die hier auch mal ein bisschen bestäuben. Und dann hatte ich gedacht, dass wir auf jeden Fall bei dem Dorf mal schauen, was wir da noch so machen können.
Und hier auf dieser Insel war ja mal angedacht, dort auch die Tiere ja auch zu vermehren. Finde ich eigentlich nach wie vor eine ganz schöne Idee. Weil ich auch denke, perspektivisch, dass wir das Dorf auch hier ein bisschen, wo laufe ich hin? Ich wollte zu den Bienen. Hier noch ein bisschen weiter ranziehen, auch hier an unsere Hütte. Und dann im nächsten Bauabschnitt dann auch versuchen sollten, dann auch dieses Bergdorf dann mit anzubinden. Das, was ja da hinten da jetzt nicht zu sehen ist, weil es im Nebel ist. Na, da müssten wir eigentlich auch mal hin. Ne? Wir hatten da im Tal mal ein Haus gesehen. Die Brücke hier, habe ich gedacht. Also die Fackeln hier ersetzen durch Laternen. Hier liegt noch ein bisschen Schnee. Hier sind die Bienen. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen was dran machen. Hier so ein Geländer. Müssen wir mal gucken. Na? So, und hier waren noch Bienen. Genau, da haben wir schon eine. Nehmen die jetzt einfach mal so mit hier. Eine, brauchen zwei, ne? Na? So? Finde ich jetzt gerade nicht die zweite. Ich nehme erstmal die eine mal mit. Da bist du noch dran. Ja. Und auch hier diese Leuchtpilze. Das kann nämlich sein, dass die im Winter gar nicht wachsen. Da würde ich jetzt auch nochmal probieren, nochmal mit Bone Meal nochmal zu düngen. Ich mach die mal eben hier so fest, dass die sich mal so ein bisschen hier einfindet. Wird gleich dunkel. Noch nicht für ein Pilz hier. Da, das ist ein Licht, was hier drauf scheint. Das ist so ein ganz normaler Champignon. So, hier hinten war doch auch noch ein Bienenstock, meine ich. Den werde ich mir gleich mal eben anschauen bei Tag. Und die Katzen müssen wir auch noch mal vermehren. Ne? So, ist denn schon Nacht? So. Ja, hier schön mit dem Licht, ne? Bambus. Müssen wir auch mal sehen. Ich hatte überlegt, vielleicht Bambus und Zuckerrohr auch mal als Farm auch mal zu bauen. Also so automatisiert, vielleicht mit Pistons und vielleicht mit so Trichtern dann, dass man da auch mal ein bisschen was erntet. Ich meine, hier hatten wir ja diesen Esel gefunden. Ich schaue mal eben kurz auf die Karte. Genau, ich meine, hier war das. Und dass da auch ein Bienenstock auch in der Nähe war. Ich meine, hier war das. Ne? Hier hatten wir den Esel. Ich meine, das ist natürlich immer auch noch eine interessante Location. Da kommt ein Zombie.
Ja, halten wir mal uns mal so den Gedanken mal im Fest, dass wir da auch nochmal reinschauen werden. Aber erstmal eben eins nach dem anderen. Ich suche den Bienenstock. Wo haben wir ihn? Da. So, ist dann da schon jemand drin? Ja, hier ist auch noch so eine... Ach, hier ist mal der Creeper explodiert, ne? Na, hier ist auch keine Biene, ne? Ja, da müssen wir vom Dorf mal eine mitbringen. Bauen wir uns mal ein paar Laternen. Eine Biene haben wir ja. So, haben wir dann hier... Ein bisschen Eisen haben wir auch. Ja, müsste eigentlich auch durchgelaufen sein, ne? Ja. 10 Blöcke. Mein Holz. Ja, da. So 24. Wir hatten ja noch Laternen, habe ich gerade gesehen. 24 ist schon mal nicht schlecht. Was brauchen wir dann noch? Zaun. Schauen wir mal eben. Ich würde hier mit dem Bruce-Fensters bauen. Die Potions können wir nicht auch erstmal hier in den Rucksack packen. Zu essen haben wir. Hier ist noch der Tank. Den könnten wir nicht auch erstmal eben da lassen. Moment, den packen wir mal hier zu der Dinker-Geschichte hier. Wir brauchen auf jeden Fall von dem Grout. Beziehungsweise wir haben ja hier noch ein paar von den Seared Bricks, die nehme ich mal mit. Wenn wir Richtung Dorf gehen. Dass wir uns da vielleicht dann einfach auch nochmal die zweite Schmiede dann mal hinsetzen. So, ich lege nochmal ein bisschen Eisen nach. So. Ich wollte Zäune bauen. Wir haben noch Stöcker. Wir haben von den Spruce haben wir noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. So, haben wir da noch eine Werkbank. Da haben wir auch noch Spruce. Und dann nehmen wir nochmal hier von dem nochmal einen halben Stack mit und einfach mal einen ganzen Stack mit. Dann können wir noch Stöcker bauen. So, dann können wir Zäune herstellen. Dann machen wir das mal so. Auf Richtung Brücke. Und da ist noch eine Werkbank, die können wir mitnehmen.
So, bis gleich. Ach, hieß das Lama. Mhm. Die beiden. Der Trader ist irgendwie unterwegs. Na gut. Ach je, die Fackeln auch, ne? Da könnte man ja auch mal sich mal was überlegen. Ob wir da nicht auch mal ein bisschen was machen, ja? Machen wir mal auf dem Rückweg. Ich werde mal bei der Brücke mal anfangen.